Und damit herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Projekt bei den Marionetten mit Gerd, Nick und Benny. Hallöchen. Hallo. Hallo. Und zwar spielen wir Truck and Logistic Simulator. Ich wollte schon wieder Touristic sagen. es gab ein riesen Update, ist letztes Jahr vorgestellt worden. Hat für uns einiges an Potenzial, zumindest glauben wir das. Wir werden das ausprobieren und uns ein bisschen in der fiktiven Stadt austoben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Aerosoft, die uns zwei Keys bereitgestellt haben. Die haben wir auch genutzt. Die anderen beiden Jungs haben sich das Spiel dann bei Steam günstig geschossen. Und wir werden mal gucken, was man hier so anstellen kann. Multiplayer funktioniert bis jetzt tatsächlich ganz gut. Das ist das erste Fahrzeug, das wir auswählen konnten. Und der Gerd, der hat da schon mal ein bisschen reingeschaut. Deswegen wird der Gerd uns jetzt da ein bisschen durch die ganze Geschichte hier. Der Gerd macht jetzt die Arbeit, wir gucken zu. Wir spielen ihr habt hier vorne nämlich wunderschön so ein Ding, da kann man jetzt drauf fahren. Und es gibt keine Kollision, ne, sehe ich gerade. Nein. Fangen wir halt klein an. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier die Aufträge, die ich hier sehen kann. Wir sollen also einen kleinen Kompressor fahren. Den wähle ich jetzt mal aus. Und dann, ach, guck an, dann können wir das auch direkt auswählen. Ich kann eine Mission mit dem gleichen Ziel finden. Ja, aber dann muss ich was anderes auswählen. Schlimm ist, dass man immer den... Ah, wir können das mit Gerd noch nicht zusammen machen, weil wir die Konvoi-Ausrüstung noch nicht haben. Kann das sein? Ja. Ich habe gerade gesagt, mit dem gleichen Ziel. Ich habe jetzt auch was angenommen. Ja, wir müssen jeder erst was eigenes auswählen. Na hier, ja, Benny hat eine Mission gestartet. Möchtest du eine Mission mit dem gleichen Ziel holen? Nee, ja, scheiße. Geht aber nicht, weil die Konvoi-Ausrüstung für 3000 gekauft werden muss. Weil wenn ich auf Ja klicke, muss ich nämlich was anderes auswählen. Das kann jetzt schon nicht gut werden. Benny hat aber auch diesen... Ich hab jetzt was ausgewählt. Du kannst doch einfach in der Liste da was auswählen. Ich habe jetzt auch irgendwas ausgewählt. Ach du Scheiße, der Nick muss... Ja, ich hab... Okay, da hinten steht Frage Gerd. Ist jetzt nur, wie kann ich... So, jetzt fährst du da rückwärts ran an das Teil und dann... ankuppeln. Aber kann ich werde mir aber mal die... Bei meinem Hänger hier steht Nick, aber ich muss Nicks Anhänger hier ankuppeln. Ach, soll ich die in meine Karre laden oder wie? Ja. Und hier steht auch noch ein Hänger von dir. Von mir? Ja, hier neben mir, guck mal. Ah, das kann man aber nicht ziehen. Okay, aber schade. Kann ich aus Fahrzeugen noch aussteigen? Nee, ne? Nein, du kannst aber das mit dem Dings reinschmeißen in deinen Wagen. Und dann wechselst du, wenn du alles fertig hast, automatisch. Ja. Okay. Ja. Kann ich meine Mission eigentlich abwählen jetzt, die ich angenommen habe? Weil ich würde gerne das machen, was ihr macht. Ich müsste nämlich jetzt eigentlich hier so ein Ding wegfahren, so ein Kompressor. Ja, müssen wir auch. Ist doch egal. Müssen wir? Ist doch egal. Ah, okay. Ah, der Nick muss was beladen. Ja, Nick hat sich was ausgesucht, wo er beladen hat. Ach so, und die anderen beiden kommen auf den Hänger drauf. Okay. Ja, habe ich nicht gesehen. Gucken wir jetzt mal dem Nick einfach zu. Fahren wir einfach hin. Mach mal dem Nick mal Licht, damit er auch was sieht. Leider ein bisschen blöd. Ja, aber mit Maus, finde ich, geht das ganz gut. Jetzt gib mal Gas hier. Ist Terminfracht. Ja, echt, mach mal schneller jetzt. Das dauert ja wieder ewig. Kann ich ja nichts für, dass die Fracht Termine wird. Innenraumbeleuchtung wäre ganz schön. Ist ein bisschen duster hier. Wenn du drin sitzt und Licht anhast, ist doch nicht duster. Weißt du, Nick muss natürlich direkt wieder übertreiben. Auto. Ja. Was denn? Du bist doch nicht duster. Naja, es geht. Ich kann es düster machen. Was hast du denn für Monitoreinstellungen, sag mal? Nein, es ist jetzt nicht zu düster. Also ich sehe ja alles. Ja, Gerücht. Oh, Stoppknöpfe sieht du auch nicht. Ah ja. Achso, ich bin noch. So, jetzt aber. Hoppala. Ja, Nick, mach du da mal ruhig, ne? Kein Stress. Ist interessant aber auch steht auch fragil drauf auf dem Paket, da kann man mal ein bisschen reinscheppern. Interessant ist ein autonomer Gabelstapler, da sitzt keiner drauf. Ah.
Ah, man sieht sich so. Auch nur sich selber im Fahrzeug. Ja. So, dann kuppel mal an. Motor vielleicht starten, geht besser meistens. Ja. Wäre hilfreich. So. Gleich erstmal. Warte. Kann man die Karte links unten eigentlich größer machen? Ja, linke Maustaste und dann hast du so einen Pfeil für größer Lauf. Kleiner da rechts oben in der Ecke von der Karte, aber du kannst halt die anderen Sachen nicht wegschieben. Ich muss sagen, ich mag meine blaue Innenraumbeleuchtung, die ich ausgewählt habe. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall mal meine Karte größer gemacht. Aber ich kann die nicht wegschieben, ne? Nein. Also in eine andere Ecke, das geht nicht. So, ich muss jetzt hier links. Ja, ich glaube, wir fahren alle zum gleichen Ziel, oder? Zumindest, wenn das Spiel uns nicht beschissen hat. Nee, also irgendwie. Bei mir hat er gefragt, ob ich zum gleichen Ziel fahren möchte. Ja, aber das geht. Aber das ging nicht zum gleichen Ziel. Doch. Wir haben doch jetzt Aufträge alle zum gleichen Ziel. Wir werden es ja sehen. Ich muss auch links raus. Ich auch. Von weg da, ja. Termin fragt. Warum ist meine. Wer hat rote Ampeln erfunden? Das ist ja lustig, mein Lenkrad steht gerade die ganze Zeit auf. Mein Lenkrad hat die ganze Zeit einen Linksdrang. Auch schön. Bin ich zu schnell oder kommt ihr hinterher? Ich stand nach einer Ampel. Warum hat mein Lenkrad die ganze Zeit einen Linksdrang? Auto kaputt. Ja, ohne Scheiß, mein Lenkrad hat die ganze Zeit einen Linksdrang. Ja, hat das vielleicht damit zu tun, dass du ja vorher dein Lenkrad noch dran hattest? Boah, Alter, die Sonne ist ja mal maximal. Ja, die ist übel. Ich glaube, hier sind übrigens 5. Ja, das sind auch Kirschrollen. Ja, 60. Ich fahr einfach. Das geht. Einfach mal über Rot hier. Jo, das ist ja nichts Neues. Sein Gegenlenken. Jo, mal, Alter, was machst du da? Ja, mein Lenkrad will die ganze Zeit nach links. Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du gerade vorhin dein Lenkrad dann noch dran hattest. Stell dein Lenkrad doch so jetzt, dass du gerade längst und du hast es halt schief, mein Gott. Ich habe mein Lenkrad ja gar nicht mehr angeschlossen. Achso. Ja, vielleicht ist das aber auch das Problem. Dann musst du es in den Optionen umstellen, dass du halt Tastatur-Maus spielst. Ja, Moment. Du rollst. Ja, ich merke. Jetzt nicht mehr. Gibt es eine Handbremse eigentlich? Ja, Leertaste. Ah. Ah. Hallo? Aber die musst du gedrückt halten. Ja, ich merke es gerade. Verstehe, zum Driften also, ja? Ja. Ja, ich halte ein bisschen den Verkehr hier auf. Ich mach mal Warnblinker. Wart mal auf euch. Jetzt geht's. Jetzt, ich hab's Lenkrad jetzt einfach entfernt und jetzt. Bio doing bio things. Alter. Das sieht aus, ey. Oh, das Teil da auf deinem Anhänger kannst du auch wegschmeißen, bis wir da sind. Ich hab einen Scheibenwischer übrigens gefunden. Mein Van schafft's kaum den Berg hoch. Meiner auch. Ja, meiner. Also mit Tastatur fahren, das ist ja wieder so ein Ding hier, ne? Boah, anfahren ist geil hier oben. Voll mit durchdrehenden Reifen. Ja, lass mal anhalten, das ist eine gute Idee. Ja, mit Tastatur fahren ist echt nicht so geil, wenn man sonst in allen Spielen den Karten gut ist, aber naja, bei dem Spiel. Darf man keine großen Ansprüche haben. Ist es nicht so schlimm. Ja. Wow. Also ich habe noch gar nicht reingeguckt und ich kenne auch den Umfang vom Spiel gar nicht. Ich auch nicht. Aber da es ja auch noch Early Access ist, kommt da ja noch das eine oder andere schon. Ja, kam ja jetzt, wie gesagt, dieses Riesen-Update. Ja, du musst halt wirklich jetzt dein Transport-Imperium von Grund auf planen und ausbauen. Imperium of the Minivans. Achso, noch ein Hinweis vielleicht von Mayo. In dem Spiegel, die kann man benutzen. Ja, I see. Whoa! Da hat der Gerd auf einmal gebremst und ich habe mich erschrocken am Scheibenwischer angemacht vor Schreck. Das ist gut. Ja, der ist auf Kuh, habe ich auch schon rausgefunden. Sicherheitsabstand ist übrigens was für Anfänger. Ja, ich
Gerds Hänger ist abgehauen. Okay. Gerd, hast du versehentlich abgehangen. Also, Pfahl mitnehmen ist keine gute Idee. Was ist keine gute Idee? So einen Begrenzungspfahl mitzunehmen, eine Leitposten. Ja, nee, machen wir nicht. Ja, da muss halt auch, also... ob das das Richtige für Mai oder nicht? Nee. Boah, ich roll zurück, das ist doch scheiße hier. Ja, vor allem mit dem Bedrückthalten ist irgendwie komisch. Auf Leertaste ist Handbremse, ne? Ja. Ja, musst du ein bisschen gedrückt halten. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Hui! Ja. Wir müssen ja, auch bald tanken, sehe ich gerade. Jetzt schon? Ja. Oh ja, oh. Hast da nur ein halber Liter rein? Naja, als wir die. Meinst du, warum die Scheiße. Ich wollte leer übergeben. Ganz ab, meinst du, warum die Kiste nur 8300 gekostet hat mit vollem Tank? Hättest du dir das auch nicht leisten können? So. Da hier liegt es, oder? Nach Navi? Ja, sehr gut. Ist ein bisschen öde, muss ich sagen, dass die KI keine Kollision hat. Oder kann man das auch einstellen? Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich. Also ich kann unter uns einstellen, dass wir mal keine Kollision haben. Nee, das ist ja langweilig. Nee, das ist ja öde. Lass den Gerd mal da reinfahren und sein Ding abstellen. Wenn er so, nicht ich will schon jemanden drauffahren können. Ich muss da links rein. Wow, durch die Beschädigung habe ich genau 1 XP. Nee, ah nee, Quatsch, 174 XP habe ich verdient. Wow. Ah, ich muss andersrum reinfahren. So, dann mache ich euch mal Platz. Ja. Nein, mach du verdient. Geh weg! Wollen denn das? Oh. Ah, wow. 181 XP bekommen und 2413 Dollar. Ja, fahr weg da. Frachtbeschädigung 0, Parkbonus, Ladebonus, zerbrechliche Ware. Ja. 1,2 Tonnen mit dem Ding ziehen. Nee, ist klar. Oh, ich hab sogar eine verbeulte Front. Echt jetzt? Ja. Aber das sieht man nicht. Also ich habe richtig einen kleinen Keil da drin. Nee, ich sehe bei dir nichts. Bei mir, also das dann sieht man das synchron. Ja, das sieht man dann nur selber. So, aber was ich sehe, ist, dass wir hier alle Spuren mit unseren Reifen ziehen. Jetzt weiß ich nicht, wofür hier der Bauhelm ist. Wichtigste Frage, kann man driften? Ja, kann man. Geil. Ah, jetzt kann man hier könnte man hier den nächsten Auftrag annehmen. Ah, ja. Ja, oder dann. Yes. So, ich nehme mal den hier an. Huch. So, gleiches Ziel. Ich aber direkt den hier. Gib ihm. Jetzt steht er bei mir erstmal. Ja. Ja. Ich transportiere jetzt auch wieder irgendwas auf einem Hänger. Gleich mal tanken fahren, würde ich sagen. Wo sehe ich denn? Hä? Welcher ist denn jetzt meiner? Der steht ja Mit meinem Hänger mit drin. Und da ist ein Pfeil drin, daran kannst du dich orientieren, wo dein Ding steht. Ja, den sieht man aus der Innenperspektive noch nicht. Hm. Jetzt probiere ich mal mit Controller. Ja, Gott. Kann Mario bitte hinten fahren? Ah, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Ja, passend. Ja, dann. Dann Jalla. Zurücklenken. Oh Gott. Das kann ja was geben hier. Wie kommen aber auch mit einem Tempo hier hochgeschossen, Alter. Oh, mit Controller ist es ein bisschen einfacher, finde ich. Ich habe Scheibenwischer angemacht. Frage ist wie. Machst du gut. Dafür zum Thema einfacher. Ah, die halten dann auch an, wenn man reinzieht. Okay. Bon. Ja, wenn man reinzieht, wenn man einfach quasi die Vorfahrt klaut.
Blinker geht auch automatisch wieder aus. Das ist ganz praktisch. Ja. Ja. Ja, aber mit Tastatur ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, also mit Controller, mit dem Controller geht es tatsächlich besser. Ja, ich werde nachher wahrscheinlich dann mit Lenkrad fahren. Ja, ich auch. Mit Lenkrad fahren geht total easy, oder wie? Naja. Ist ein bisschen Einstellungssache wegen 360 Grad und so. 180 Grad. Wieso, ja, kannst du einstellen? Oh, hier steht Gerd auf einmal falsch rum in der Pampa. Was macht ihr da oben? Ich weiß auch nicht, was die beiden ich, da treiben. Gerd zerlegt auf jeden Fall mal sein Auto mit. Ihr sollt fahren. Ich komm hier nicht mehr hoch. Ich hänge hier fest. Mario, was machst du da? Ah, man kann Fahrzeug wieder herstellen. Okay. Das, Alter, hallo. Ja, ich hatte halt mit Tastatur eingelenkt und dann hat er dann halt ein bisschen stark gedriftet und naja, dann war ich dann weg. Meine, also über Tastatur ist echt. Benny, ja, vorwärts? Ja, Mario ist mir halt hinten reingefahren. Entschuldigung, dass ich auf Gerd warte. Ich kann nicht so viel, dass du so gut bist. Mario an der Tankstelle, ja, vorbeigeheizt? Sind alle da. Ich habe nur auf Gerd gewartet, deswegen bin ich noch nicht gefahren. Es wird auf jeden Fall recht interessant. Ich glaube auch, ey. Gerd hier rechts runter ist eine Abkürzung. Ist das dunkel? Optionen, kann man hier Grafikoptionen irgendwie die Helligkeit einstellen? Achtet mal auf euer OBS. Ich habe in meiner Vorschau ganz schöne Ruckler. Ich habe meine Vorschau aus. Ja, ich auch. Was, aus oder Ruckler? Aus. Nee, ich meine Nick. Nee, ich hab's auch aus. Nee, ist klar. Muss aber gerade mal. Nee, muss ich so lassen. Geh mal tanken. Das stimmt, wie soll okay. Das ist doch ein bisschen sehr düster in der Aufnahme. Die Tage sind aber auch sehr kurz, muss ich mal sagen. Ja. Was? Profis haben wir. Ja. Was ist der denn jetzt bei mir? Wenn jetzt auch so Säule weiter vorfahren könnte, dann hätte jemand noch hinten angekommen. Nee, das wäre zu einfach gewesen, weißt du doch. Kennst du nicht. Ja. Dein Ernst? Das ist auch doof hier. Jetzt hättest du auch da stehen bleiben können. Weil ich wusste gleich, dass man heutzutage so an die Tankstelle fährt. So. Frag mich gerade, ob das hier Kollisionszone ist. Ja, ist Kollisionszone. Er tankt bei mir aber nicht. Hat auch T gedrückt halt. Ah. Ist ganz lustig, ist der Sound aus dem ETS. Wollte ich gerade sagen, es ist der Sound aus dem ETS. Sollen wir hier die erste Folge mal beenden? Ja. Moment. Plong. Da ist auch ein Zapfsäule. Also von mir aus könnten wir die Folge hier beenden. Dann das Gerd erstmal tanken und dann. Ich hab getankt. Ja. Gerd hat schon getankt. Muss tatsächlich sagen, ich finde es schade, dass man nicht aussteigen und rumlaufen kann. Ja.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.